Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal As Reiter. Wir sind in einem neuen Let's Play und zwar Valheim Mistlands. Ja, wir wollen gucken, wie die Wikinger so unterwegs waren. Ne? So ein bisschen ist das ja von den Schweden da so angehaucht. Die haben das ja entwickelt. Finde ich richtig cooles Spiel, macht richtig Spaß, wenn man das hier schon sieht mit dem Feuer da und den Bäumen da. Finde ich schon einfach genial. Ich denke mal, wir starten nach dem Intro durch und gucken, dass wir unseren Charakter erstellen. Da steht ja noch keiner am Feuer. Ich glaube, da muss immer einer stehen, wenn wir einen erstellt haben. Und dann schauen wir weiter. Ich würde sagen, bis gleich. So, da wollen wir mal Spiel starten machen. Genau, wir müssen jetzt neu machen. Da ist er. Wir machen ein Männlein. Wir haben eine Hautfarbe, die ein bisschen blasser ist. Nordlichter sind so heller, glaube ich. Ne? Wir schauen mal nach Haare. Was ist das? Einzelner Dutt. Ne, das mag ich nicht. Gebündelte Zöpfe. Zöpfe sowieso nicht. Geflochten will ich auch nicht. Geflochten 2 will ich auch nicht. Geflochten 3 auch nicht. 4 auch nicht, 5 auch nicht, keine Zöpfe. Kurz? Kurz ist cool. Kurz sieht doch schon mal so aus, wie ich mir das vorstelle. Ich habe auch kurz, ne? Bart voll, weniger. Ich brauche auch einen Bart, aber nicht so mit so einem Bammel dran. Das mag ich nicht. Der ist zu lang. Das ist doch schon mal das Passende. Gibt es noch mehr kurz? Kurz 2. Ah, hier ist kurz 3. Ne, ich mache mal kurz 1, das gefiel mir schon am besten. Ja, so lassen wir an. Haarfarbe wäre grau. Ich weiß nicht, ob das grau wird. Das sieht so aus, so ein bisschen. Ne? Ja, ja, ja. Blondheit. Wenn, dann machen wir es ein bisschen heller, das Haar. Hellgrau, dann passt das schon. Name wird As Reiter. Und das haben wir, das haben wir. Dann sind wir schon fertig. Charakter auswählen, ist klar, den da. Was machen wir noch? Hier nichts, sondern starten. Okay, dann müssen wir eine Welt kreieren. Das ist Reitonien. Den Seed machen wir genauso. Machen wir auch Reitonien. Passt und fertig. Das ist die Welt und jetzt können wir die Welt so starten. Ne? Passwort brauchen wir nicht. Dann würde ich sagen, gucken wir mal. Da kommt bestimmt jetzt gleich irgendwie ein Intro oder sowas. Weiß aber nicht, ob das hier so läuft, weil das ist ja Linux. Manchmal sind da so Videos, die dann nicht abgespielt werden. Müssen wir gucken. Vielleicht wird da auch was rausgeschnitten oder so. Weiß ich noch nicht. Dann würde ich sagen, bis gleich. Vor langer Zeit vereinte Allvater Odin die Welten. Nachdem er seine feine Erniederung hatte, schleuderte er sie auf die 10. Welt, bevor er die Zweige des Weltenbaums spaltete, die ihr Gefängnis trugen. Dadurch gab er sie ein Exil anheim, in dem sie ankerlos umhertreiben würden. Diese Welt fiel jahrhundertelang in einem unbegnadeten Schlaf. Doch das war nicht nur ihr Ende, denn während Eiszeit kam und ging, so entstanden auch Königreiche, die sich der Sicht der Götter entzogen. Als Odin vernahm, dass seine Feinde erneut erstarkt waren, schaute er den Midgard und entsandte seine Walküren und die Schlachtfelder nach dem größten Krieg zu durchsuchen. Wenn gleich tot, würden sie neu geboren werden. Ja, das war ziemlich schwer zu lesen. Das sind wohl wir, hängen am Vogel und werden dann da runterfliegen und irgendwann landen, denke ich mal. Ja, Intro habe ich rausschneiden müssen, da war aber vielleicht eins. Ich habe gar nichts gesehen, außer einen schwarzen Bildschirm. Müssen wir mal checken, was da so Sache ist, ne? Okay, regnet ordentlich, ein schicker Blitz gerade. Oben ist noch bewölkt. Das sind wohl Bäume da unten, oder? Von oben gesehen, schätze ich mal, oder? Schwierig zu beurteilen. Wo fliegt er überall hin? Keine Ahnung. Ja, da sind die Bäume. Und Streben im Gesicht und dann da durch, ne? Okay. Jetzt sind wir gelandet. Und da sitzt ein Rabe. Ich bringe Nachrichten. Na, dann lass uns mal die Nachrichten klären. Willkommen in der 10. Welt, Krieger. Ich bin Hagen und ich wurde in diesen Ort gesendet, um dich zu führen. Die dich über mir gelitten sind Opfersteine. Sie repräsentieren all die Wächter, die du bezwingen musst, um Valhalla würdig zu erweisen. Okay, weg ist er. Und nu? Da ist er. Okay. Diese magischen Steine wurden durch Odin über die Ländereien verstreut, um als Markierung für die Ritualboden von Wächter zu fungieren. Die Steine
ist ein Wegvisier, steht da oben drüber. Wenn dieser Stein hier genau untersucht wird, gibt es der Beschwörungsort von Eiktir Preis, deine erste Beute. Da diese Bestie überaus mächtig ist, solltest du dich zunächst entsprechend bewaffnen, bevor du auch nur daran denkst, dich ihr zu stellen. Okay, diesmal fliegt er weg. So, jetzt gucke ich mal hier mit dem registrierten Ort. Okay, da gibt es eine schicke Karte. Markierung hinzufügen. Wir sind jetzt hier, sind darüber geflogen und da steht Eiktier, da ist irgendwie was weiß ich was. Okay, hier ist noch eine Legende. Da ist wahrscheinlich unser Zuhause. Keine Ahnung, was das ist und das ist und das ist. Und das ist ein Feuer auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da hingehen sollen. Aber vielleicht ist der da auch unsere Beute und da gehe ich besser nicht hin, ne? Das könnte auch sein. Gut. Ist der Rabe irgendwo? Wohl nicht, oder? Wir sind auf jeden Fall noch nass. Ne, ich sehe den Raben nicht. Aber hier sehe ich auf jeden Fall einen Stein, den nehmen wir mit. Und dann nehmen wir noch einen Ast mit. Noch mehr, das haben wir schon so aufgesammelt. Ich habe gerade irgendwie gehört, dass der gekrächzt hat, aber hat er wohl nicht, oder? Ne. Okay. Sind wir schon einmal im Kreislauf gelaufen, da ist noch ein Ast. Sehr gut. Hier gibt es Bären. Und da hinten ist der Rabe. Was möchte der uns sagen? Ein leckeres Häppchen, du hast etwas zu essen gefunden. Verzehre es, um deine Gesundheit und Ausdauer wiederherzustellen. Bedenke, dass es nicht lange dauern wird, bis du hungrig wirst. Daher solltest du immer einige Nahrungsmittel mit dir herumtragen. Okay. Dann kommen wir hier ans Essen und nehmen das erstmal. Okay, da hinten ist er jetzt. Da komme ich so nicht hin. Dann gehen wir da mal hin, was er uns jetzt zu sagen hat. Was ist in deinen Taschen? Die meisten Gegenstände müssen hergestellt werden. Da du Mikdal allerdings kürzlich verlassen hast, musst du dich an die wahre Form von Gegenständen zunächst erneut erinnern. Hebe einfach alles auf, was du findest, und es fällt dir nicht schon wieder ein. Mein kleiner Bruder Munin sagt mir, dass sich mit Hilfe von Holz und Stein eine Steinaxt herstellen lässt. Okay. Steinaxt herstellen lässt, okay. Aber dafür brauche ich noch mehr Holz und noch mehr Stein. Gut. Kann ich das hier noch aufsammeln? Gibt es hier noch was zu sammeln? Wohl nicht so wirklich, oder? Hier oben habe ich, glaube ich, schon alles weggesammelt, ne? Ne, da ist was. Aber nicht aufgesammelt. Jetzt aber. Hinzugefügt Stein. Muss ich besser suchen. Da ist noch ein Holz. Da ist auch noch ein Stein. Vielleicht sollte ich mehr von oben gucken, dann sehe ich auch noch mehr. Vor allem sehe ich dann vielleicht die Steine. Da ist auch noch einer. So, jetzt mal gucken, ob wir es jetzt bauen können. Ne, jetzt fehlt uns nur ein Holz. Da ist aber ein Holz. Ist jetzt genug? Ne. Warte mal, wie viel haben wir denn? 4, 1 brauchen wir noch. Ja. Wo kriege ich das eine Holz noch her? Da ist ein Stein. Die Bärenbüsche sind leer. Da sind Pilze. Da kann ich nichts wegnehmen, okay. Wo finde ich denn jetzt noch ein Holz? Da ist ein Holz, oder? Nee, das war nur ein Schatten. Gut, dann müssen wir uns ein Holz anders besorgen, ne? Da hinten sind irgendwelche Sachen, oder? Sind das Tiere? Sieht nach einem Wildschwein da rechts aus. Dann lassen wir das mal da sein. Dann kloppen wir mal hier auf das Holz drauf rum. Und haben jetzt Holz gekriegt. So, jetzt müssten wir das herstellen können, die Steinaxt. Genau. Okay, neuer Gegenstand, Steinaxt. Irgendwie habe ich schon was gehört. Da ist schon einer.
Okay. Und da haben wir Harz bekommen. Da können wir eine Fackel bauen. Okay. Blöd. Jetzt hätte ich mit der 2 natürlich sofort die Axt ausrüsten können, aber da das so kurzfristig war, habe ich das nicht geschnallt, ne? Gut, dann wollen wir doch mal gucken, dass wir Holz kriegen, ne? Versuchen wir es uns doch mal hier dran, oder? Okay, sieht so aus, als ob wir das schaffen, aber das wird dauern. Da links ist eine Hütte. Wo fällt da hin? Da, gut, kann nichts passieren, glaube. Okay. Dann machen wir den mal klein, damit wir mehr Holz kommen, ne? Und da unten müssen wir gleich mal die Hütte angucken. Die Hütte ist gleich kaputt. Könnte sein, ne? Nee, hat's überlebt. Hier ist ein Stein, oder? Aber mit der Hütte ist, glaube ich, nichts los, oder? Was ist das? Nix. Kann man da reingehen? Ja, da ist eine Kiste. Hier gibt es eine Fackel, sehr gut. Die nehmen wir schon mal mit. Und Federn. Keine Ahnung, vielleicht für Pfeile bauen, ne? Und sonst ist hier nichts drin. Könnte man höchstens vielleicht abbauen, ne? Hörte sich so an, als ob hier schon wieder einer ist. Da ist er doch. Okay, da kriegen wir unseren Loot. Wieder Holz. Harz. Warte mal, hier ist. Ist das was zum Abholen? Nein, ist es nicht. Ich höre schon wieder einen. Da ist schon wieder einer. Hey, die gehen ja aber im Sack, ne? So, da oben haben wir noch den Baumstamm, den sollten wir auch noch holen. Da liegen auch noch zwei Steine neben. Okay, das ist ein großer, den kann man nicht nehmen. Aber hier haben wir einen kleinen. Und dahinter ist auch noch einer. Aber lass uns gerade erst das Holz abbauen. Holzhacken auf 6 haben wir schon, sehr gut. Dann geht das auch alles ein bisschen schneller, denke ich. Die Axt verbraucht sich aber. Und wir hatten auch gerade keine Energie mehr, wie wir gesehen haben. Okay, sogar zwei Steine. Jetzt hat er mich erwischt, ne? Das ist mein Zeug. Hier links war da auch noch ein Stein, oder? Habe ich den nicht hier liegen sehen? Ah, da vor mir direkt. Okay, dann haben wir die Steine zusammen. Was können wir denn noch bauen? Eine Keule, da können wir vielleicht besser mit kämpfen, oder? Stellen wir mal her. Was haben die denn hier so? Ah, da sind die Skills. Blockkosten, Blockmacht, Parierbonus, Rückstöße, nee, Hinterhalte. Wo ist denn die Angriffskraft? Schlitzen 15, da stand was und da steht Hauen 12. Schlitzen 15 ist also besser, okay. Dann lass uns das mit der Axt weitermachen, wenn. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier irgendwo unser Zuhause auch errichten, ne? Ist da hinten noch ein anderer Stein? Kann man da hingehen? Aber davor ist irgendwie so ein Tier. Sieht nach einem Wildschwein aus, ne, oder? Ne, da sind mir zu viele, da kriege ich einen auf der Hucke wahrscheinlich. Das ist alles zu schlecht. Aber wo könnte ich jetzt hier ein Haus hinbauen, ne? Vielleicht da hinten irgendwo erstmal gucken. Warte, was sagt denn unsere Karte? Map. Wir gehen jetzt nach Eiktier nach oben. Das würde bedeuten, ich würde lieber von dem weggehen und nach da mal gucken, was hier so los ist. Okay, hier rutscht es runter. Ah, warte, da vorne sind auf jeden Fall was zu essen. Ah. Wir hatten doch irgendwie was mit den Pilzen da noch, ne? Sollten wir vielleicht gucken, dass wir die Pilze auch mal gerade holen? Würde Sinn machen, ne? Weil dann sind wir stärker, oder wie war das?
Essen wir mal einen Pilz. 15 Gesundheit plus 15 Ausdauer dazu. 7 Gesundheit und 20 Ausdauer dazu, okay. Dann haben wir erstmal hier alles erledigt. Was ist da hinten? Reh oder was? Ah, sieht so aus. Hier geht es ganz schön berg runter. Bin ich auf dem richtigen Weg? Ja, ich wollte nach da. Okay. Wer ist das, der da so bellt? Ah, sehr schön. Wir haben noch ein paar Pilze gefunden. Ja. Hier geht es immer weiter runter. Wann sind wir denn unten? Da hinten ist eine Lichtung, oder? Ja. Lass uns mal auf die Lichtung gehen und gucken, wie es denn hier so aussieht, ob sich diese Lichtung, da ist auch eine Hütte rechts, wie sich es hier vielleicht wohnen lässt. Ein dicker Stein im Weg. Okay. Hier wäre vielleicht nicht schlecht, oder? Gibt es hier was? Wahrscheinlich nicht, ne, oder? Doch, eine Kiste. Was haben wir denn da? Seife? Nee, Feuerstein. Cool. Und nochmal mehr Federn. Gut. Was ist denn mit dem Feuerstein? Kann man da was mitmachen? Feuerstein zu schaffen klingt von. Ah, dann kann man Feuer. Nicht Feuer. Ja, Feuer kann man wahrscheinlich auch damit machen. Nee, für mich wäre jetzt interessant zu wissen, ob man damit. Also hier sieht es ja eigentlich ganz nett aus. Ich könnte dann das Umfeld beobachten. Soll ich hier bauen? Aber ich gehe mal hier noch weiter gucken, gerade über den Hügel. Vielleicht ist da ja nachher irgendwie so eine Truppe von Feinden und ich baue direkt daneben. Das wäre schlecht. Okay, da ist ein Steinfeld. Da sind Essensbüsche. Das wächst dann ja nach. Das ist ja auch nicht verkehrt, ne? Steine werden wahrscheinlich nicht nachwachsen, oder? Ich glaube, wir könnten hier was machen. Ich glaube, wir basteln hier uns eine Hütte hin. So, da müssen wir nur was für bauen. Hammer, Fackel, Hammer. Wo ist mein Mauszeiger da? Können wir auch herstellen. Machen wir mal. Hammer, reparieren, Lagerfeuer und das letzte konnte ich schon nicht mehr lesen. Werkbank, Kochstelle und noch was. Da hinten ist unser Freund. Der Vogel. Du hast einen Hammer hergestellt. Mit diesem Werkzeug kannst du mächtige Hallen und hohe Befestigungen aus dem Boden stampfen. Beginne mit der Errichtung einer Werkbank, mit deren Hilfe du unter andere Dinge herstellen kannst. Okay. Gut. Eine Werkbank soll ich jetzt machen. So, wir wollten hier bauen, ne? Was ist das jetzt? Sandsturm? So, jetzt muss ich den Hammer haben. Ne, der Hammer ist auf 4. Jetzt kann ich was reparieren. Aber jetzt kann ich hier Herstellung machen. Und die Werkbank. 10 Holz hätte ich sogar. Okay, dann habe ich jetzt einen Kreis da drumherum, wie ich sehe. Und könnte da was abreißen. Hier ist zu steil oder was? Machen wir dahin. Fertig. Da kommt der Rabe wieder. Okay, die Werkbank erlaubt dir die Herstellung komplexer Gegenstände und gewährt dir Zugriff auf weitere Gebäudestücke. Du musst mit dem Hammer herstellen kannst, die du mit dem Hammer herstellen kannst. Okay. Holz, ganz viele Holzsachen. Strohdach. Okay, das heißt, die Fackel brauche ich jetzt erstmal nie mehr. Und du bist weg, ne, oder? Gut, das heißt, jetzt müsste ich gucken, was ich noch bauen kann. Ne, 4 war er. Okay, verschiedenes. Bauen. Ja, brauchen wir erstmal eine Hütte, ne? Sowas hier.
Aber ich müsste hier den Boden erst begradigen. Das funktioniert also so nicht. Das war falsch. Herstellen. Okay, das sind jetzt andere Dinge. Das brauche ich alles nicht. Möbel, ja, ein Bett brauche ich auf jeden Fall. Das ist klar. Das heißt, wir gehen jetzt mal auf eine andere Geschichte. Auch auf Tab und dann. Fackel, Steinaxt, Keule. Ich kann aber nichts begradigen hier. Das ist ja doof. Eine Hacke müsste ich haben. Ein hölzerner Hammer, der zum Bauen benötigt wird. Die Fackel habe ich schon. Ich habe alles hier. Das heißt, hier raus, da rein und gucken, was wir hier noch machen können. Das Feuer wird uns bestimmt wärmen. Das machen wir mal hier hin. Wo kann ich denn hier ein schönes Feuer machen? Mal erstmal einfach hier neben, ne? Lagerfeuer. Gut. Was kann ich noch machen? Nichts mehr dann. Doch, hier was fürs Essen könnte ich noch tun. Bauen. Ja, würde ich gerne, aber das funktioniert ja jetzt hier gerade nicht so dolle, ne? Fackel. Ich brauche eine Unterkunft, definitiv. Bauen wir. Eine Platte. Aber ich will das doch gerade machen. Das geht doch dann gar nicht, oder? Fehlende Voraussetzung. Das heißt, wir müssen erstmal wieder Holz holen. Ja, gar kein Holz da. So, das bedeutet, es wird dunkel und wir haben kein Holz. Hier war doch irgendwo ein Baumstamm, ne? Den sehe ich. Ah, hier ist er. Okay, der ging schnell. So, jetzt die Platte weitermachen, oder? Ist noch ausgewählt? Ja, hätte ich gar nicht aufmachen müssen, oder? Oh, da ist er. Okay. Den haben wir erwischt. Haben wir das Harz, was da gibt, gekriegt? Nee, ne? Nee, jetzt haben wir's. Okay, das ist jetzt hier unsere Platte. Und jetzt muss ich noch mehr davon machen. Kriege ich das da hin? Wieder fehlende Voraussetzungen. Das heißt, ich muss wieder mehr Holz schlagen gehen. Aber ich kann doch diese Hütte vielleicht abreißen, oder? Geht das? Holzboden. Nee, ich muss den Hammer haben. Ich muss den Hammer haben. Nee, so funktioniert das nicht. Okay, das hat er kaputt gemacht, aber in meinen Augen jetzt nicht so effektiv, oder? Kriegt da Holz raus, aber wahrscheinlich nicht so viel, oder? Dann sind wir schon K.O. Kiste haben wir auch abgebaut. Ich würde das Dach auch gerne abbauen wollen, aber da sieht so aus, dass ich das nicht schaffe. Kriege ich da überhaupt was raus? Zurzeit ist meine Energie echt schlecht. Ich kriege da immer ein Holz raus, oder? Oh, gegrüßt, Krieger. Sei gegrüßt, Krieger. Du fängst an zu frieren, ja? Was hat er mir zu erzählen? Du scheinst zu zittern, wenn die Temperatur bei Nacht fällt oder wenn du durchnässt bist, wird es dir kalt. Wodurch eine Ausdauergeneration sinkt. In diesem Fall solltest du beim offenen Feuer Zuflucht suchen. Okay, danke. Hier ist das Feuer. Kommt schon wieder einer? Wohl nicht. So, Hammer raus und Platte weiterbauen, oder? Platte hier. Kriege ich das hin?
Nicht so wirklich, oder? Könntest was zu essen vertragen, ja? Machen wir dann gleich. Ich krieg's jetzt, doch, jetzt habe ich es dran gebaut gekriegt. Glaube, jetzt passt es erstmal, ne? Wie viel haben wir denn? Das sind 6 fehlende Voraussetzungen. Ah. Kein Holz mehr. Ich höre schon wieder so einen Typen, oder? Komm, jetzt müssen wir noch ein bisschen Holz haben. Jetzt ist auch meine Dingens-Axt noch kaputt gegangen. Noch geiler, oder? Mit 4 kann ich das aber nicht eher benutzen, ne, oder? Wenn ich jetzt das auswähle, ist das dann der Hammer? Oh, jetzt habe ich das repariert. Ich will das nicht reparieren. Kann ich das reparieren? Nee, ne. Okay, das heißt, mit dem bloßen Fan? Nein, wir können noch bestimmt hier noch eine machen, ne, oder? Steinaxt. Nee, können wir nicht. Fehlt uns was. Das heißt, Handarbeit ist angesagt. Jetzt habe ich wieder reparieren. Ich will nicht reparieren. Ich will das weghauen. Jetzt habe ich keine Energie mehr und das Ding ist immer noch heile, ey. Ich glaube, das ist nicht effektiv, was ich da gerade mache. Ja, ich fange an zu frieren. Ich hätte jetzt ein kleines Bäumchen. Ich glaube, die sind schneller abgemacht. Oder? Kann mal einer jetzt hier gucken, dass ich den da abbaue? So, jetzt hatte ich wieder 2 Hölzer bekommen. Jetzt fehlt mir aber auch noch ein Stein, glaube, ne? War da wieder einer? Ja. So, jetzt muss ich mir die Keule gerade aus dem Sack holen. Habe ich ihn? Ich habe ihn, ne? Oder ja. Gut. Alles klar. Jetzt habe ich hier meine Plattform, die da komisch gebaut ist, wie ich gerade schon sehe. Kann ich das auch abreißen dann? Muss ich eigentlich, ne? Aber hiermit geht das nicht, ne? Ja, kriege ich nie abgerissen. Hat gut angefangen. Das hat gut angefangen, ne? Das bedeutet, ich werde mich darum kümmern, dass wir hier diese Plattform in der nächsten Runde weiter haben. Ich werde das zwischen den Folgen jetzt machen, dass wir hier eine Foundation haben, also eine Bodenplatte, und dass wir auf der Bodenplatte dann unser Häuschen errichten, ne? Ich denke mal, dafür muss man ganz viel Holz haben. Da werde ich mich offline drauf kümmern und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, denke ich mal, ne? Alles klar, ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Bis zur nächsten Folge. Ciao!